Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Hier wieder mit dem Gotten DLC. Ich spreche das hundertprozentig falsch aus, am Start. Und dieses Mal kümmern wir uns nicht um diesen schönen Oldtimer. Nein, der kommt zum Schluss dran, das Schmackerle bleibt zum Schluss. Sondern wir kümmern uns mal um den Hot Rod. Ich denke mal, hierbei wird es richtig, richtig schönes, viele Sachen zu tunen geben. Oh, dieser Sound, wenn er losfährt. Als ob da irgendwelche Lappen irgendwo gegenschlattern. Na, nicht unbedingt so. Dummes Beispiel. So, zum Tuner ist aber... Man merkt schon, er ist ein wenig langsamer als den wir gerade getunt haben. Wir haben ja gerade den Orsis getunt. Der war echt nochmal eine Nummer geiler, auf jeden Fall. Aber wir fahren mit diesem Ding jetzt auch mal schön in Lost Customs. Perfekto. Und schauen noch mal, was wir so tun können. Da wäre zum Anfang die Panzerung, die lasse ich immer aus. Die Bremsen, rein da. Und dann schon die erste Besserung. Man kann die Karosserie ändern. Mit Doppeltantenne. Mit Radkasten. Aber mit Radkasten finde ich eigentlich gar nicht so cool. Also ich finde den Radkasten jetzt nicht so cool. Aber die Antennen finde ich cool. Die kaufe ich mir auf jeden Fall. Die Antennen kaufe ich mir. Da die nächste Änderung, die man machen kann, eine Stoßstange. Auch sehr, sehr nice. Und hinten mit so einem riesigen Rad dran. Wie nice ist das denn bitte? Ich finde, das sieht aber irgendwie nicht aus, oder? Tut mir jetzt leid, aber ich finde, das sieht irgendwie nicht aus. Warum muss es eigentlich tun? Weil das ist so eine Spezialsache, die muss man tunen einfach kommen. Was soll's, so oft fahre ich den Wagen eh nicht. Dann noch den Motor komplett, den Auspuff. Ja, schön. Schöner, näherer Auspuff. Sehr schön. Sprengstoff brauchen wir auch nicht. Den Kotflügel kann man noch verändern. Mit solchen Bordstein-Taster. Wie geil. Was für Tuning-Möglichkeiten für diese Karre gibt. Den Kühlergrill kann man wieder auch verändern. Wieder ist gut. Das ist echt viel, was man hier verändern kann. Die Motorhaube kann man verändern. Natürlich. Das ist wichtig bei so einer Karre. Schön Ausrichtungstrichter. Die Hupe ist bei so einem Wagen nicht so wichtig. Scheinwerfer natürlich auf Xenon. Neon-Kits natürlich auf alles. Aber wie beim letzten Mal, erst gleich die Farbe verändern, die Lackierung, die Primärfarbe. In Chrom wäre das ganze Ding ja schon ziemlich, ziemlich übertrieben, würde ich so sagen. Es gibt keine Sekundärfarbe. Ich glaube, dieser Wagen wird echt mein einziger Chromwagen, weil das finde ich so übertrieben bei dem Teil. Oder mattschwarz. Mattschwarz sieht natürlich auch richtig nice aus. Oder auch so mattgrau sieht eigentlich... Ah, das sieht alles nicht so... Man kann sich nicht entscheiden, was für eine Farbe... Auf jeden Fall nicht so knallig, auf jeden Fall. Ich glaube, mattschwarz... Metallic? Nee, Metallic will ich nicht. Das sieht ja auch geil aus mit so Gold, aber... Ich glaube wirklich, dass ich diesen Wagen mal chrom färben werde. Da stehe ich so normalerweise gar nicht drauf, aber... Bei diesem Wagen werde ich das einfach mal durchziehen. So, dann kann man nämlich jetzt kurz die Scheinwerfer, nämlich die Neon-Kits, Neon-Farbe, auf... Was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich weiß lassen, weil... Ich weiß jetzt nicht, blau und so passt jetzt dazu überhaupt nicht. Oh komm, wir machen eine goldene Dusche drunter, das geht auch immer. So, Schutz vor Diebstahl und Verlust ist eh immer gegeben. Das Nummernschild natürlich noch auf gelb-schwarz. Dann kann man die Federung verändern. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Das konnte man bei dem Orsis gerade nicht. Das war so eine Sache, die man sonst immer tun konnte. So, 3400. Getriebe natürlich. Kein Ding. Einen Turbo einbauen. Sehr schön. Wir haben ja das Geld. Jetzt die Reifen. Machen wir nicht SUV, sondern Tuner. So, nee, für schöne Reifen bei. Richtig schöne... Fette. So ein Fahrzeug müssen so richtig fette Reifen her, finde ich. Ja, nee, also da finde ich jetzt nichts so Schönes bei. Was haben wir denn noch bei Sport? Aber Sport ist jetzt nicht so wirklich das, was. Nee, kein Sport. Muscle Car. Da haben wir doch sicherlich irgendwas Schönes bei. Diese Lochfelgen gefallen mir nicht ganz gut. Die nehmen wir jetzt einfach.
Nein! Da gibt es auch Chromfelgen. Na, da müssen wir natürlich die Dinger in Chrom nehmen. Jetzt haben wir ein bisschen Geld verschleudert. Natürlich bei Muscle Car, Chromfelge. Weil das Auto ist ja unser Chromauto. Und da müssen jetzt auch die Chromfelge her. Für 52.000 eine Felge gekauft. Sehr schön. Felgenfarbe kann man natürlich nicht. Jetzt Reifenzubehör natürlich schusssicher. Tuningreifen. Und schwarzer Reifenqualm. Weil die ganze andere Farben macht keinen Sinn. Fenster natürlich schön getönt. Wie in einer Limousine. Und da ist unser Wagen voll getuned. Sieht echt nice aus, muss man schon sagen. Selbst das mit dem Gelb unten drunter gefällt mir sogar ganz gut. So ein ganz Chrom, so eine Karre muss auch mal sein. Hey, auch wieder dieses Klickern drin. Ich glaube, ist das ein neues Geräusch, was die eingefügt haben? Weil ich glaube, die haben auch neue Geräusche eingefügt in GTR. Mit dem neuen Update. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Fährt sich auf jeden Fall ziemlich schwammig, die Karre noch. Ist ja auch klar, mein Muscle Car darf das auch nicht so gut sich fahren, sag ich mal. Das ist halt ein Muscle Car und keine Rennschüssel. Aber gefällt mir echt gut, der Wagen. Auch der Wagen gefällt mir echt gut. Bremsen. Und dann geht es wieder nach Hause. Aber er baut auch schon einen schönen Speed auf. Der Sound gefällt mir auf jeden Fall extrem gut von dem Wagen. Und ja, so in Chrom kann man ihn sich auch mal sich auch mal geben. Nur er kommt nicht so leicht aus der Pusche. Das ist so ein Mankel auch von all diesen Wagen. Das ist aber normal. Wieder rückwärts schön in die Garage einparken. Ey, lass mich. Ich hab doch geblinkt. Und dann hier runter. Zack. Und schon stehen wir vorwärts drin. Da ist unser zweites schönes, aufgetüntes Fahrzeug von dem Gotten-DLC. Und dann sage ich erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, das nächste Auto-Tune.